die Immobilienblase auch bei uns? Dieser Frage gingen die Spezialisten von Remax Dreams in ihrer Vortagsreihe an zwei Tagen, an drei Standorten im Bezirk nach. Wir waren im Bezirksmuseum 21 dabei. Immobilien werden teurer. Dies liest man, hört man beinahe täglich. Immer öfters fällt dabei auch das Wort Immobilienblase. Dreht sich die Immobilienspirale demnächst auch bei uns nach unten oder bleiben die Immobilien in ein absoluter Dauerbrenner? Egal ob bei der Immobiliensuche, Kauf oder Verkauf, bei der Wohnraumfinanzierung oder Veranlagung, bei diesen Themen Immobilien ist ein vielseitiges, fundiertes Wissen gefragt. Ja, und genau was man unter Blasenbildung versteht, welche Gefahren bestehen und wie genau sieht es im Heimatbezirk aus, dies war bei dieser Veranstaltung zu hören. Jetzt ist nämlich die ideale Zeit, die Tulpenzwiebeln einzulegen, wenn man einen Garten hat. Und was die Tulpenzwiebeln mit der Immobilienblase zu tun haben, das wird Ihnen jetzt der Herr Stutter jetzt erzählen oder erklären. Wir wollen hier mit einer kleinen Geschichte einsteigen, weil die Tulpe als wunderschöne, begehrenswerte Blume, die den meisten Menschen sehr gefällt, was manche vielleicht wissen, manche nicht, vor langer, langer Zeit dafür verantwortlich war, dass es eine Blase gab. Wir reden ja heute von dem Thema Immobilienblase. Gibt es eine Blase, ja oder nein? Und es gab schon vor langer, langer Zeit so etwas wie eine Blasenbildung und anhand dieser kleinen Geschichte, die ich Ihnen jetzt erzählen möchte, wollen wir uns kurz darauf einigen, auf das Thema, was ist denn überhaupt eine Blase und wie entsteht sowas und wovon sprechen wir im Wesentlichen? Die Tulpen waren nicht immer in Europa heimisch, sondern kamen im 16. Jahrhundert aus dem Bereich Vorderasien über die Türkei in die Niederlande. Niederlande ja heute das typische Land, wo die Tulpen zu Hause sind. Und es gab damals in den Niederlanden reiche Kaufleute, die haben mit Seehandel, mit Handel, vielleicht auch mit anderen Dingen viel Geld verdient und haben diese Tulpen als Blume entdeckt. Sie hat ihnen sehr gefallen, sie hatten große Häuser mit großen Gärten und nachdem ihnen die Tulpen so gefallen haben, wollten sie in diesen Gärten natürlich viele von diesen Tulpen gepflanzt haben. Das heißt, die Nachfrage nach Tulpen stieg zunächst einmal. Es waren immer mehr Tulpen am Markt gefragt. Wenn ein Gut am Markt gefragt ist, passiert was? Die Preise steigen. Konkret ging es um Tulpenzwiebeln in diesem Zusammenhang. Das heißt, man begann mit Tulpenzwiebeln, weil sie so begehrt waren, zu handeln. Tulpenzwiebeln wurden zu hohen Preisen verkauft. Die Nachfrage stieg immer mehr. Die Tulpenzwiebeln wurden immer begehrter, immer mehr Leute wollten immer mehr Tulpen anpflanzen. Und so kam es, man mag es nicht glauben, dass zu Spitzenzeiten damals, wenn man es zu heutigen Preisen umrechnet, eine so eine Tulpenzwiebel bis zu 8.000 Euro kostete. Es war ein Gut, das sehr begehrt war. Diese Tulpenzwiebeln waren begehrt, weil viele Leute es haben wollten. Es gab Geld, es war Geld vorhanden, wenn Menschen etwas haben wollen, die Nachfrage steigt und sie haben das notwendige Geld, um das zu kaufen und es ist knapp, dann steigt der Preis. Tulpenzwiebeln, wenn jemand weiß vielleicht, wie man Tulpen vermehrt, wenn ich viele Tulpenzwiebeln verkaufen will, muss ich Tulpenzwiebeln irgendwie vermehren. Das heißt, ich muss das Ding produzieren. Die Produktion dieser Tulpenzwiebeln war oder ist auch heute noch insofern aufwendig, als, auch das habe ich mir erlesen oder mir sagen lassen, ich bin kein Gärtner, aber wenn man eine Tulpenzwiebel vermehren will, dann gibt es da zwei Möglichkeiten, entweder über Samen, das ist die aufwendigere, oder man trennt diese Tulpenzwiebeln. Die Tulpenzwiebel wird jetzt im Herbst gesetzt, im Frühjahr kommen dann die Blüten, werden die Tulpen daraus. Übers Jahr kann man von diesen Zwiebeln, die man gesetzt hat, die Jungzwiebeln quasi, man gräbt sie aus, entfernt sie und dann dauert es 2 bis 3 Jahre, bis die neu entstandene Zwiebel eine Blüte treibt. Das heißt, es entsteht eine gewisse Knappheit, es dauert, bis diese Tulpenzwiebeln verwendbar sind. Viele Leute wollten sie haben, alle wollten sie haben, sie waren knapp und so passierte es, dass die Preise gestiegen sind und das führte so weit, dass das Ganze sich dann verselbstständigt hat. Das heißt,
in der letzten Phase dieser Entwicklung haben die Leute dann nicht mehr nur Tulpenzwiebeln gekauft, um Tulpen zu setzen im Garten, sondern man begann sogar mit Rechten auf den Erwerb von diesen Zwiebeln zu handeln, weil die eben so begehrt waren. Wenn eine Zwiebel 8.000 Euro kostet, dann kann man sich genau vorstellen, dass man eine haben will, um sie zu erwerben, um sie dann weiter zu verkaufen und um eine zu bekommen. Kam es damals so weit, dass Leute, und das war im 16., 17. Jahrhundert, dass Leute ihre Häuser und Höfe verkauften, um Rechte am Erwerb von Tulpenzwiebeln zu bekommen, weil sie damit gerechnet haben, dass sie sie dann viel teurer weiterverkaufen können, weil sie so viele Tulpenzwiebeln haben wollen. Immobilienblasen gab es in der Vergangenheit schon sehr oft, also 1343 Norditalien, 1887, eine vielleicht der bekannteren, der Landboom in den USA, in Florida 1926, wo Grundstücke in Florida erworben wurden, um sie quasi teurer weiterzuverkaufen und sich das Ganze verselbstständigt hat. Bis hin in die Jahrtausendwende 1990 gab es das in Deutschland, wo Bürogebäude und Wohnblocks errichtet wurden und quasi dann der Preis zunächst stieg, aber dann ins Unendliche gefallen ist und man auf den Immobilien sitzen blieb. Die wohl aber uns allen bekannteste ist diese Subprime-Krise aus dem Jahr 2007 in Amerika. Was ist da passiert? Es ging um Immobilien und es ging um Kredite. Jetzt ist es nichts Außergewöhnliches, wenn für einen Immobilienerwerb ein Kredit aufgenommen wird. So wie das bei uns ausschaut, wenn viele von Ihnen vielleicht wissen, die Bank schaut sich an, was hat man für Besicherung, was hat man für Eigenkapital, schaut sich die komplette Situation an, beurteilt, ob Sie den Kredit zurückzahlen werden können und wenn alles passt, kriegt man vielleicht einen Kredit. In den USA hat sich das in den Jahren vor 2007 anders entwickelt. Es kam dazu, dass bei der Vergabe von Wohnkrediten, also die Immobilienpreise begannen zu steigen und bei der Vergabe von Wohnkrediten war es so, dass Leuten Kredite gegeben wurden, obwohl man sich gar nicht sicher war, dass sie diese Kredite zurückzahlen können, aus dem einfachen Grund, weil zur Besicherung dieser Kredite wurden diese Immobilien verwendet, die sie gekauft haben. Und weil die Immobilienpreissteigerung so extrem war, sind die Banken grundsätzlich davon ausgegangen, dass sie sagen, okay, wir geben Ihnen den Kredit und auch wenn er oder sie das nicht zurückzahlen kann, die Wertsteigerung der Immobilie wird schon dazu beitragen, dass wir nachher dann, wenn er oder sie nicht mehr zurückzahlen kann, entweder entsprechend umschulden oder quasi die Immobilie dann weiter veräußern und aus dem Gewinn, den wir durch die Veräußerung der Immobilie erzielen, den entgangenen Gewinn aus der Finanzierung zurückverdienen können. Das Ganze ging damals, bitte. Da waren ganz niedere Zinsen. Ja, die Zinsen. Die Zinsen, weil die Leute haben dann die Zinsen nicht mehr bedient. Ja, die Zinsen waren. Die Zinsen sogar. Ja, richtig. Beziehungsweise ging man auch so weit, dass man vor allem am Beginn, in der ersten Phase, teilweise gar keine Zinsen bezahlen ließ, die Leute. Das Subprime heißt ja, da bekamen Leute Kredit, die normalerweise keinen bekommen hätten können. Ja, man wusste ja im Vorhinein schon, dass die Schwierigkeiten haben werden, das Geld zurückzuzahlen. Nur aufgrund der Immobilienpreisentwicklung, aufgrund dieses Hochschießens, war man auf dieses Rückverdienen gar nicht angewiesen. Das war richtig, die Zinsen, die niedrigen Zinsen haben das Ganze überhaupt erst, haben dazu beigetragen, dass das Ganze überhaupt steigt, weil wenn ich hohe Zinsen habe, dann funktioniert das Ganze nicht. So ist es, beziehungsweise gab es auch, also kam es auch dazu, die haben teilweise, bei uns waren sie eine Immobilie quasi besichern lassen zur Finanzierung, sie werden nie mehr als 100% gewinnen, ganz im Gegenteil. Dort gab es teilweise Finanzierungen, die über den Wert der Immobilie hinausgingen, also 120-130%. Das heißt, die Kreditnehmer, selbst die haben schon angefangen damit zu spekulieren, die haben gesagt, Geld gibt es eh, dann kaufe ich halt das Geld und kaufe mir die Immobilie, die ich mir sonst nicht leisten könnte, sie wird ja sowieso immer mehr wert. Das Ganze hatte dann noch einen weiteren Aspekt, dass sich dann diese daher kommt der Begriff faule Kredite, wenn der vielleicht geläufig ist, diese Kreditforderungen wurden dann von den amerikanischen Banken zunächst in Subbanken ausgegliedert, damit sie der Bankaufsicht entgehen. Das war das Erste und das Zweite, dann wurden sie zu uns nach Europa verkauft, das Ganze wurde verteilt und es kam zu dieser uns allen bekannten Krise mit Bankencrash etc. Und das sind jetzt quasi diese Indikatoren, die wir vorher uns angeschaut haben, anhand denen man jetzt messen kann, ist das noch ein Boom oder wandern wir schon Richtung Blase, wird schon ein bisschen gefährlich. Das ganz links ist die
die Rendite der Immobilienpreise, dann haben wir die Leistbarkeit, dann haben wir die Immobilienpreise zu Mieten, Immobilienpreise zu Baukosten, Kredittragfähigkeit, Wohnbauinvestitionen und Zinsanhebungsrisiko. Das sind jetzt genau die wir uns vorher angeschaut haben. Das heißt, auf der linken Seite die realen Immobilienpreise, wir sehen, nach rechts sind überall, kann man sagen, im Wesentlichen überall, wo diese Kurven steigen, ist das ein Zeichen in Richtung, da könnte es in Richtung Blase gehen, da könnte quasi eine Überhitzung drohen. Überall, wo diese Indikatoren noch aufzeigen, also die realen Immobilienpreise haben wir schon festgehalten, die entwickeln sich ziemlich nach oben. Also das kann ein Indikator sein. Das zweite, die Leistbarkeit, da sehen wir, da haben wir genau den umgekehrten Fall. Ja? Also die Leistbarkeit heißt, wenn ich eine Immobilie finanziere, dann hängt das mit den Kosten zusammen, die ich bezahlen muss, damit ich das fremdfinanzieren kann. Die Fremdfinanzierungskosten sind ein wichtiger Faktor. Die Zinsen sind derzeit und auch in den letzten Jahren von der Entwicklung her nicht so gegangen, sondern eher umgekehrt. Das heißt, somit wird auch fremdfinanziertes Wohnen leistbarer oder bleibt leistbarer, weil ich fürs Fremdkapital nicht so viele Zinsen bezahlen muss. Das ist diese Leistbarkeit. Also die ist stabil und zeigt nichts nach rechts oben. Das Verhältnis der Immobilienpreise zu den Mieten, okay, da geht es auch ein bisschen rechts rauf, könnte man auch sagen, das ist beobachtenswert. Das Verhältnis der Immobilienpreise zu Baukosten auch, aber uns bleiben auf jeden Fall drei Indikatoren, wenn wir sagen wollen, die deuten überhaupt nicht auf eine Blase hin, nämlich diese Leistbarkeit rechts. Dann haben wir hier die Kredittragfähigkeit, auch die entwickelt sich stabil und auch das Zinsanhebungsrisiko ist derzeit sehr gering. Das heißt, aus Sicht der Nationalbank, ist ganz objektiv beurteilt, sprechen mindestens drei dieser Faktoren eindeutig dafür, dass wir uns nicht unbedingt einer Blase nähern. Ja, so würde ich es jetzt vorsichtig ausdrücken. Also auch das. Das heißt, es gibt einerseits Absicherung und andererseits die Dinge, die jetzt von der Politik nicht unbedingt gesteuert werden können als Absicherung, die tragen halt dazu bei, dass die Preise steigen, aber steigende Preise sind halt bei einer steigenden Nachfrage steigende Preise. Das ist so, das ist Wirtschaft. Da kann man nichts dagegen sagen, weil das ist so, das ist unser System. Gut, gibt es jetzt eine Blase oder nicht? Ich kann Ihnen weder Ja noch Nein sagen, ich werde mich hüten, das zu tun, das kann niemand. Ich hoffe aber, Ihnen gezeigt zu haben, dass es laufend Institutionen und Organisationen gibt, die darauf schauen, dass man sich darum kümmert. Und in Summe kann man sagen, vielleicht ist zusammengefasst, manche Bezirke in Wien und manche Landeshauptstädte, haben wir vorher gesehen, verzeichnen einen Immobilienboom. Das braucht man nicht leugnen, das ist so. Da ist die Nachfrage hoch, hohe Nachfrage führt zu steigenden Preisen, das ist einfach ein Boom. Man muss dazu sagen, zu den Zahlen vielleicht noch, diese eventuell drohende Überhitzung ist Ende 2016 und jetzt im ersten Halbjahr 2017, die ganz aktuellen Zahlen wird es jetzt in dem Sinn so noch nicht geben, aber die Erhitzung hat nachgelassen. Ja, also der Boom ist noch da, aber die Erhitzung hat nachgelassen. Also das ist der Motor Haslach. Fundamentalindikatoren der Nationalbank, Sie sehen, die Nationalbank sagt, anhand dieser Indikatoren haben wir keine Blase. So wie sind diese Zahlen zu interpretieren, sagt die Nationalbank. Kommt nicht von mir. Motive der Käufer, haben wir auch noch festgestellt, die Motive der Käufer sind offensichtlich nicht vorwiegend Spekulation, sondern es werden Wohnungen zu Wohnzwecken erworben oder um sie zu vermieten. Das ist keine Spekulation, deutet eher in die Richtung Nein hin, zumindest anhand dieser Zahlen, die derzeit vorliegen. Preissteigerungen wie gehabt, ja eher nicht. Wir haben gesehen, es geht drauf, aber das sind natürlich offensichtlich natürliche Preiserhöhungen, die offensichtlich noch nicht zu gefährlich sind. Preisstabilität in der Zukunft, naja, ja, in die Zukunft schauen ist schwierig. Ja, ich gesagt am Anfang, ich habe keine Glaskugel, das kann man so nicht sagen. Aber im Wesentlichen sehen Sie da oben, alle anderen Indikatoren deuten eher in die Richtung Nein. Wir laufen auf Hochtouren, aber wir überhitzen noch nicht, also der Kühler dampft noch nicht. Wie das wirklich genau ist, sage ich Ihnen auch gern, und so am 5. Oktober 2025 wieder hier. Wenn dann weiß ich, wie es ausgegangen ist, dann kann ich das genau tun. Ich melde mich schon an. Ja. Bitte? Okay, gut.